Aloha, ich bin Britta Lambert und es ist so schön, dass du da bist. Mit meinen Wochenenergien möchte ich gerne gemeinsam mit dir Bewusstseinsfelder erschaffen, die einen kleinen Beitrag dazu leisten, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wenn dich meine Impulse ansprechen, freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, am besten die Glocke aktivierst und sie gerne mit lieben Menschen teilst. Ich wünsche dir nun viel Segen und Inspiration mit dem Impuls für diese Woche. Namaste und Aloha zu unserem Wochenimpuls vom 3. bis zum 9. Juli. Schauen wir uns die Siegel für diese Woche an. Das erste Siegel Lemati, ich zeige das zweite Siegel für diese Woche. Bayonada, wow, die doppelte Herzenergie. Und das dritte Siegel, Vanita, Glückseligkeit durch Achtsamkeit. Wow, wie schön. Ja, es geht wirklich ganz, ganz stark um dieses bei uns selbst sein oder vielleicht auch aus dem Herzen heraus unser göttliches Bewusstsein, unsere göttliche Achtsamkeit leben zu können. Wir haben beide Herzsymbole, Lemati, das Siegel für unser Thymuschakra, das fließt über unser Thymuschakra in unser Bewusstsein, das Kleine, das sich an das Große anlehnen darf, um über sich selbst hinauszuwachsen. Das bedeutet, das Göttliche, ich würde sagen, das göttliche Urvertrauen ist Lemati, ja, und wir haben, was unser Thymuschakra anbelangt, unser höheres Herzchakra, kaum Wunden gespeichert, es sei denn, sie sind spiritueller Art. Bayonada ist ja der Haupt. Bayonada fließt über unser Herzchakra. Das Lemati ist das Thymuschakra, etwas über unserem Herzchakra. Und im idealen Fall verschmelzen beide. Und unser Herzchakra speichert eben alle Wunden, die wir nicht verdaut haben. Die sind in unserem Herzchakra gespeichert, alle menschlichen Dramen, Verletzungen, auch was wir aus anderen Leben mitbringen, alle Musterprogramme sind in unserem Herzchakra gespeichert. Und das Thymuschakra speichert sozusagen nur Verletzungen spiritueller Art. Also sprich, wenn wir in unserem Ich-Bin-Bewusstsein, in unserer Monadenenergie, in unserem Ich-Bin, die göttliche Vollkommenheit verletzt worden sind. Ja, Beispiel ist, was ich immer sehr gerne anbringe, das Thema Lemuria. Als wir in Lemuria gelebt haben, waren wir eben sehr, sehr eng mit Spirit verbunden. Wir waren so viel weiterentwickelt, als wir das heutzutage sind, was beispielsweise Kommunikation anbelangt hat. Wir haben kein Internet, wir haben kein Handy gebraucht. Wir haben einfach den Zugriff auf alles gehabt. Wir waren sozusagen dauerverbunden. Und als Lemuria unterging, wurden wir von unserem Angebundensein eben abgetrennt. Und das hat in vielen diesen ganz, ganz tiefen Schmerz ausgelöst. Mein Gott, wie konntest du mich nur verlassen? Und das ist was, was viele in sich tragen, was auch heute in zweierlei Hinsicht sehr stark zu merken ist. Zum einen, dass sehr spirituell geprägte Menschen ganz, ganz große Schwierigkeiten haben, sich auf die eigene Intuition zu verlassen. Oder zum Beispiel glauben, die Liebe Gottes gilt für alle, nur für mich nicht. Also ich bin einfach hier, um zu dienen. Aber was mein eigenes Glück anbelangt, das muss ich hinten anstellen. Das war für mich beispielsweise ein Riesenthema. Oder es gibt eben auch diese Ausprägung, dass man damit gar nichts zu tun haben möchte. Also dass man vollkommen im Widerstand ist mit allem, was jetzt Spiritualität oder Religion anbelangt. Und oftmals kommen Menschen zu mir, die sagen, mein Partner ist sowas von dagegen und kann damit gar nichts anfangen. Und oftmals sind das sehr alte, sehr weit entwickelte Seelen, die einfach nur Angst haben, nochmal dieser göttlichen Stimme zu vertrauen, weil eben nochmal etwas Schreckliches passieren könnte, wenn ich mich hingebe, wenn ich sozusagen der inneren Stimme vertraue, dem, was ich aus unkontrollierbaren Dimensionen empfange. Das ist die Intuition, ja. Das ist ja letzten Endes, was wir alle möchten. Wir möchten aus dem Herzen heraus, aus unserem Bauchgefühl heraus, aus der Anbindung heraus leben und nicht aus der Verstandesebene. Und wir kennen alle die Situationen,
dass wir das Gefühl hatten, ich sollte das nicht machen und der Kopf sagt, mach oder umgekehrt. Und wann immer wir eben dem Kopf gefolgt sind, dem Verstand gefolgt sind, sind wir gescheitert und hätte ich doch nur auf mein Bauchgefühl, ja, auf mein Herz könnte man sagen, auf meine innere Stimme gehört. Und das ist bei vielen eben verletzt. Ich möchte einfach ein bisschen ausholen und das als unsere Monaden, ich bin Verletzung vielleicht heute sogar erklären in der Form, dass wenn wir uns vorstellen, bei mir an den Seminaren waren, kennen das, dass es eben für mich diese drei Bewusstseinsanteile gibt, das höhere Selbst, das die Summe aller Erfahrungen über Leben hat, die wir gelebt haben, die Seele, die Summe aller Erfahrungen, die wir jemals in Inkarnationen hatten, nicht nur als Mensch, sondern auch als Tier, als Mineral, als Deva, als Zwischenwesen und so weiter. Und die Ich-Bin-Präsenz, die Monade, ist der Bewusstseinsanteil von mir, der niemals vergessen hat, dass er göttlich, dass er vollkommen ist, dieser immerwährende Zugriff. Und wenn wir eben eine Verletzung erlebt haben in einem Leben, dass wir, wie jetzt Lemuria, eben von der göttlichen Quelle abgetrennt wurden oder weil wir unseren Dienst getan haben, auf unser Herz gehört haben, unser Wissen gelebt haben, als Hexe verbrannt worden sind, als weißer Meister gelehrt haben und dafür unser Leben gelassen haben, dass wir vielleicht gezwungen wurden, unsere spirituellen Gaben einzusetzen und damit Leid anderen Menschen zuzufügen durch Voraussagen oder was auch immer. Es gibt so vieles, was geschehen ist im Laufe, ja, seit wir, ja, in der Ewigkeit könnte man sagen, um Erfahrungen zu machen. Und wann immer eben etwas geschehen ist, was uns gezeigt hat, wenn ich in der Anbindung bin, ist es gefährlich, dann ist eben eine Verletzung in unserer Monadenanbindung, in unserer Ich-Bin-Präsenz entstanden. Und im Zwölf-Siegel-Fernkurs ist das so erklärt, es gibt ja zu den Zwölf-Siegeln auch das Buch, das ist übrigens unter dem Video verlinkt. Wenn wir uns einfach vorstellen, dass wir aus dieser einen großen göttlichen zentralen Sonne-Quelle kommen und inkarnieren, dann inkarnieren wir auf einem Strahl. Das ist wie so eine Säule, die sich aus dieser Sonne in die Verlängerung auf die Erde begibt. Und das ist meine Monadenverbindung oder meine Ich-Bin-Präsenz, der Bewusstseinsanteil von mir, der niemals vergessen hat, dass er göttlich ist. Und wenn eine Verletzung stattgefunden hat, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, spiritueller Art, dann ist die in meinem Thymuschakra gespeichert, das Durchgangstor eben für meine Monadenenergie. Und dann bedeutet das, dass diese Lichtsäule verletzt ist. Diese Lichtsäule, meine Monadenanbindung. Und du kannst jetzt einfach mal schauen oder fühlen, wenn du dir vorstellst, dass du einfach aus dieser Lichtquelle, aus der zentralen Sonne heraus inkarnierst, als diese, ja, oder du stellst dir vor, dass deine Wirbelsäule sich verlängert nach oben in die Quelle, nach unten in die Erde. Du dehnst sie aus, du bist diese Lichtsäule. Und jetzt richte mal deine inneren Augen, dein Gefühl, dein Impuls, je nachdem, welche Wahrnehmung du hast, eben in diese Säule und schau, ob die geradlinig ist, ob die geschlossen ist oder ob da Verletzungen sind. Vielleicht eine Biegung, vielleicht ein Loch, vielleicht ein Riss. Irgendetwas, was du vielleicht wahrnimmst, was diese Säule unterbricht in ihrem Durch, in ihrem Fluss. Und die Einladung ist eben mit Lemati, so steht es auch im Zwölfsiegelwerk beschrieben, dass wir eben diese Verletzungen unserer Monade, unserem Bewusstsein, dass wir göttlich sind, unseres göttlichen Urvertrauens mit Lemati in die Auflösung bringen können, indem wir einfach vorstellen oder die Absicht setzen, dass von der höchsten Quelle türkis-goldenes Licht unsere Säule flutet und wir Lemati chanten. Wenn du da eine starke Resonanz damit hast, dann ist das sinnvoll, das wirklich mehrere Tage immer und immer wieder zu machen, solange bis du das Gefühl hast, meine Säule ist jetzt gerade geschlossen, im Einklang, in derselben Farbe. Ja, und vielleicht möchtest du in dieser Woche dich mal beobachten, wie gut kannst du deiner inneren Stimme vertrauen? Hast du Mühe vielleicht einfach auch, wenn du das Gefühl hast, ich habe so bestimmte Gaben, aber ich kann die nicht ins Leben bringen. Ich habe irgendwie Angst davor, was falsch zu machen. Wenn ich meiner inneren Stimme vertraue, dann ist schon dieses oder jenes passiert oder der oder jenige kann das besser. Achte mal darauf, ob du, ich sage es jetzt mal ganz platt, in dieser Richtung eine Verletzung hast oder eine Angst hast, irgendeine
eine Störfeldenergie, die dich davon abhält, wirklich in dieser Anbindung zu leben. Und dann ist es für dich ein ganz, ganz wichtiges Thema und Lemati eben das erste Siegel unserer Wochenenergie, das uns dabei unterstützt, wirklich unsere Anbindung, unsere Göttlichkeit, das ist eine zu leben und das ist eine riesen Abkürzung, weil wenn du verbunden bist mit der Quelle, die du bist, mit dir selbst verbunden bist, mit der Quelle immer während, dann weißt du, du bist nicht mehr manipulierbar, du bist in der Anbindung, du bist frei von Angst, bist in diesem Ich Bin, in diesem Erinnern, wer du wirklich bist. Und darum geht es in dieser Zeit. Wir brauchen das so sehr. Das ist bewusstes Sein. Das bedeutet, aus dem Erinnern heraus, wer du bist, dieses Leben zu leben, aus der Bewusstheit, hatten wir neulich, der Seele, deiner Monade, deiner Ich-Bin-Präsenz, deines Ich bin vollkommen, ich bin göttlich. Und wenn du in diesem Bewusstsein bist, dann bist du nicht mehr manipulierbar, dann bist du angstfrei, dann weißt du, woher du kommst, wohin du gehst und wer du an sich bist, weil du kannst nirgendwohin gehen, weil du nirgendwoher kommst, weil du das bist. Und das haben wir eben durch so viele Verletzungen vergessen, verlernt. Deswegen kommen wir immer wieder, um diese Erfahrung zu machen, um unsere Vergessenheit wieder in dieses Erinnern der Einheit zu bringen. Und Lemati unterstützt uns dabei, eben diese unsere Ich-Bin-Präsenz in die Heilung zu bringen, dass wir morgens aus dem Bett springen können, sagen, ich bin das Licht, die Liebe, die Freude, was an sich schon wieder eine weitere Verdichtung ist von dem Ich Bin, die Vollkommenheit. Ja, und Bayonada verstärkt natürlich diese Heilung als Speicher aller Wunden, die unser Herzchakra in uns trägt. Ich habe das auch schon sehr häufig gesagt, dass eben alle Wunden, die wir erleben, die vielleicht in unserem Throat-Halschakra gespeichert sind oder in unserem Wurzelchakra oder an dieser Stelle unserer Aura oder in der Leber oder in der Niere, alle Schmerzprogramme, die nicht verdaut wurden, sind zentral in unserem Herzchakra gespeichert, wie in der zentralen Festplatte unseres Computers. Und was aus der Festplatte draußen ist, das ist eben aus unserem kompletten Feld draußen. Deswegen ist die Herzheilung eine so, so große Abkürzung. Ja, wir sehen hier einfach auch Lemati im Davidstern, das ist Bayonada. Ja, der Davidstern, das Zentrum des Davidsterns ist die Kraftquelle für höchste Heilung, Manifestation, für alles, was du in eine höhere Schwingung bringen möchtest, das ist das Zentrum des Davidsterns. Und da ist Lemati im Heilsiegel, im höchsten Heilsiegel Bayonada eben enthalten. Und im idealen Fall, wenn unser Herzchakra rein ist von allen Wunden und unser spirituelles Herzchakra, der Thymus, rein ist von allen Wunden, können beide miteinander verschmelzen und wir können wirklich aus der Einheit unseres Herzens heraus leben. Das sind beispielsweise auch, ich werde immer wieder gefragt, Einweihungsmeditationen, die im Rahmen meiner intuitiven Heilerausbildung, die es auch als Fernkurs gibt, eben durchlaufen werden, um immer mehr in diese Frequenz zu kommen. Es geht gar nicht so sehr darum, Heilmethoden zu lernen, gleichzeitig das auch. Es geht um dieses Erinnern, unser Feld so zu befreien, dass wir immer mehr mit uns selbst und mit Gott in uns verschmelzen, um aus uns selbst heraus zu schöpfen. Darum geht es mir, dafür trete ich in diesem Leben an, nicht um irgendjemanden was zu zeigen, sondern um zu helfen, dass wir uns erinnern, wer wir wirklich sind, gottgleiche Schöpfer im physischen Körper. Und das bedarf der Reinigung und Reinigung ist Heilung. Und wenn wirklich Herz und Thymus miteinander verschmelzen und wir wirklich aus unserem Herzen heraus leben, weil dieser Schmerzspeicher frei ist und unser Herz offen ist, wirklich diese Liebe zu empfangen, in die Einheit mit dieser Liebe zu gehen, dann können wir wirklich als befreite, angstfreie Menschen aus unserem Herzen heraus leben. Und vielleicht möchtest du wirklich ganz bewusst in dieser Woche, ich sag's nochmal, schauen, wo du Angst vor der Anbindung hast, wo du Angst hast, der Stimme deines Herzens, deinem Bauchgefühl zu vertrauen, wo du denkst, ich sag lieber nichts. Das war so ein Spiel, was ich ganz lange Zeit in meinem Leben gespielt habe in Partnerschaften, dass ich mich nicht zum Ausdruck bringen wollte, auch mit einem Vorschlag, was man machen könnte oder wenn man was gestaltet hat, wie ich das jetzt sehe, weil ich wollte auf gar keinen Fall
dass nachher ich die Entscheidung oder den Vorschlag gemacht habe und dass es falsch ist und dass ich dann diese Kritik bekomme. Ich hatte immer so eine unglaubliche Angst vor Strafe. Das war auch so ein ganz, ganz alter Schmerz, den ich in mir getragen habe. Wenn ich was sage, wenn ich auf diesen Impuls jetzt achte, dann könnte es ja falsch sein. Und wenn der andere was macht, was dann verrutscht, das ist nicht schlimm, weil ich bin ja nicht böse. Ich kann ja alles verzeihen. Aber ich möchte auf gar keinen Fall schuld an irgendeinem Fehler sein. Und das war ganz, ganz lange Zeit für mich wirklich Thema. Schau mal, ob du auch sowas hast, was in Verbindung mit der inneren Stimme ist. Und wie oft habe ich mich dann über mich geärgert, dass ich oft sogar so Impulse hatte, was technische Dinge anbelangte. Ich weiß noch, vor mein allererstes Auto, gerade im Anfang 20, da hat irgendjemand gesagt, da stimmt was mit dem Gas, glaube ich nicht. Und dann dachte ich nicht, dass da die Fußmatte drunter gerutscht ist. Da dachte ich, Gott, ich habe ja überhaupt gar keine Ahnung, wenn der sagt, da stimmt was nicht, dann wird es schon seine Richtigkeit haben. Und dann der Weg zurück von der Werkstatt, peinlich, peinlich, was glaubst du, was ist was? Ich weiß, die Gasmatte unterm Fußpedal. Ja, woher weißt denn du das? Und damals hatte ich mit Spiritualität und so weiter, mit diesem Bauchgefühl noch gar nichts am Hut. Aber das ist so ein Beispiel, was mir gerade einfällt, wo ich mich klein gemacht habe, Angst hatte, was Falsches zu sagen, und hätte ich das gesagt, hätte es den Weg in die Werkstatt und auch noch Geld gespart. Und das ist diese Anbindung, dieser Schmerz, den wir eben zum Teil in uns tragen, der in die Heilung gehen möchte, dass endlich Vayu-Nada und Lemati, unser Herzchakra und unser Thymuschakra, miteinander verschmelzen können in eine höhere Form. Ja, und Vanita, die Glückseligkeit durch Achtsamkeit. Vanita ist wirklich die Daueranbindung. Ja, dass wir in der Achtsamkeit mit uns selbst im Hier und Jetzt in der Lage sind zu leben und aus dem Moment heraus immer die richtige Entscheidung treffen können, so wie das die Tiere können. Ja, man sagt ja, dass beispielsweise der Tsunami in Thailand, dass damals kein Tier umgekommen ist, weil die Tiere einen Instinkt für Gefahr haben und dann einfach gehen, weil sie in der Präsenz sind, weil sie in diesem erweiterten Bewusstsein wahrnehmen, da kommt was, da ist was schon da. Nur sind wir so fokussiert mit unserem Alltag, mit unseren Sorgen, mit unserer To-Do-Liste, mit all dem, was getan werden muss, dass dieser Raum, diese Offenheit für das Jetzt, um das, worum es wirklich geht im Hier und Jetzt, um das lösen zu können, zu empfangen, gar nicht in der Lage sind. Ich mache diese Erfahrung ganz oft in meinem morgendlichen Joggingprogramm. Ja, ich wache dann auf und bin auf 180 und renne dann durch den Wald und denke, das soll ich machen, das. Und wie soll ich denn das jetzt schaffen, wenn ich dann dahin fahre mit der Schule und dann Mittagessen und dann ist der Termin und wie kriege ich das alles auf den Hut? Und wenn ich dann mir den Wahnsinn aus dem Kopf so laufe und auch meine Siegel chante, bin ich meistens in dem Ding, es wird sich schon irgendwie sortieren. Und meistens ist es so, dann komme ich zurück und dann ist schon wieder der erste, zweite Termin verschoben. Und es hat sich komplett der ganze Tag, über den ich mir Gedanken gemacht habe, aufgrund von zwei Nachrichten, die meine Tochter gekriegt hat, eine, die ich gekriegt habe, verschoben. Völlig entspannt, völlig anders, komplett einfach anders. Und solange ich in diesem Mind Control bin und eben nicht in der Hingabe, und das hat ganz, ganz viel Kontrolle hat, ist immer Angst passiert. Wir Menschen wollen kontrollieren, weil wenn wir Angst haben, die Kontrolle zu verlieren, es könnte etwas nicht gut sein. Aber wenn wir im göttlichen Urvertrauen sind, wie könnte etwas nicht gut sein? Wenn etwas, was ich mir vorgenommen habe, so nicht in die Realität kommt, dann hat es einzig und allein einen Grund, weil das Universum einen besseren Plan für uns hat. Und wenn wir in diese Herzheilung gehen und in dieses Vertrauen, dass wenn das jetzt so nicht stattfindet, wie ich mir das gewünscht habe, eintritt, dann, weil es etwas Besseres gibt. Und und es bedarf natürlich der Heilung unserer alten Wunden, wofür Vayu-Nada und Lemati stehen, dass wir in diese achtsame Hingabe des Momentes kommen können. Okay, dann halt nicht. Ja, dann gestaltet sich das jetzt eben heute anders, meistens besser als gedacht. Die Erfahrung mache ich ganz oft, dass der Plan so viel besser ist, als ich mir das vorstellen kann, wenn ich loslasse. Und damit bringt mich eben, und das ist Vanita, in die Präsenz, in der Präsenz des Momentes zu sein, keine Energie zu verschwenden und zu wissen, was jetzt gerade
in diesem einen Moment ansteht, ja, der den nächsten Moment gestaltet. Und es bedeutet, in dieser Präsenz zu sein, eine Offenheit, um Dinge wahrzunehmen, die vielleicht so viel weiter in meinem Feld sind, als nur das, was ich jetzt unmittelbar vor mir habe, wie ein Buch, ja. Und dieses Bewusstseinsfeld wirklich aus dem Herzen heraus in dem Moment zu leben. Und es bedeutet, im Urvertrauen zu sein, in die göttliche Quelle, in der Liebe, in der Selbstliebe, in der Achtsamkeit mir selbst gegenüber und damit auch mit allen Menschen. Das bedeutet es für mich, aus dem Herzen heraus zu leben. Und dieses Bewusstseinsfeld möchte ich jetzt gerne mit allen lieben Verbundenen gemeinsam manifestieren. Om Lemati, Om Vayunada, Om Vanita, Om Lemati, Om Vayunada, Om Vanita, Om Lemati, Om Vayunada, Om Vanita, Om Lemati, Om Vayunada, Om Vanita. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche, in der du voll und ganz dein Herz, deine beiden Herzzentren heilen und miteinander verschmelzen kannst und aus deinem Herzen heraus in der Achtsamkeit des Momentes lebst. Und wenn dir der Impuls gut getan hat, dann freue ich mich von ganzem Herzen, wenn du diesen mit lieben Verbundenen teilst, so nach dem Motto, Caring is Sharing. Danke für dich, alles Liebe, Namaste. Wenn du mehr über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der 12 Siegel erfahren möchtest, findest du unter diesem Video in der Infobox alle Informationen zu meinem Fernkurs Die 12 Siegel des Metatron. Erfahre in meinen Fernkursen, wie du die Siegel für dich selbst und auch für andere anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung jedes einzelnen Siegels. Abonniere jetzt einfach mit einem Klick auf mein Bild meinen Kanal, dann bekommst du automatisch eine Nachricht, wenn ich neue Videos veröffentliche. Klicke rechts, wenn du meinen Gratiskurs Warum die Dinge so sind, wie sie sind, kostenlos und unverbindlich anschauen möchtest. Namaste.